Wissen muss, darf nicht um jeden Preis propagiert werden. Und wenn ich an die RAF-Gefangenen denke, die mir in ihren Zielen und Vorstellungen ihrer Auflehnung gegen dieses System sehr nah waren, haben sie den Weg der Gewalt gewählt und sind ins Gefängnis gekommen. Ich bin einen gewaltfreien Weg gegangen, aber erreicht habe ich auch nicht das, was ich wollte. Ich denke, sie haben die bundesdeutsche republikanische Gesellschaft genauso falsch eingeschätzt wie ich auch. Dass wir gedacht haben, dieses Volk will lernen und will aufbrechen und will mündig werden. Und das wollten sie nicht. Was ist dann von diesem Konzept geblieben? Was würdest du dazu sagen? Sehr wenig. Sehr wenig. Ist sehr wenig geblieben. Aber ich denke, das hat mit der veränderten Situation zu tun. Ich denke, dass es sehr viel früher notwendig gewesen wäre, zu überdenken, ob dieses Konzept so richtig war, ob man es nicht ändern muss, ob man nicht den bewaffneten Kampf in einem anderen Zusammenhang, in einen anderen Zusammenhang stellen muss, überhaupt alles in Frage zu stellen. Es ist auch eine Selbstkritik, weil ich zwar Fehler gesehen habe in der Entwicklung draußen, aber eine grundsätzliche Infragestellung auch falsch gefunden hätte, weil wir es als eine vollkommene Niederlage begriffen hätten. Es waren ja auch sehr, sehr harte Kämpfe, es sind viele Genossinnen und Genossen gestorben, umgebracht worden und da stellt sich die Frage, wofür war das? Und die Kraft, die Fähigkeit, trotzdem zu sagen, das ist eine Stärke, dann trotzdem sagen zu können, gut, wir ziehen da trotzdem was draus, wir überprüfen unsere Erfahrungen, um daraus dann wieder weitere Schritte zu entwickeln. Diese Kraft hat gefehlt. Ich denke, langsam gibt es wieder auch die Kraft, das Selbstbewusstsein, die Fragen ganz anders zu stellen. Es fängt langsam an. Bei den Präsidentschaftswahlen in Uruguay verfehlt 1994 die Frente Amplio, ein linkes Wahlbündnis, nur knapp den Sieg. In der Stadtverwaltung Montevideos ist sie jedoch weiterhin stärkste Kraft und stellt den Bürgermeister. Zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten setzte die Bundesregierung trotz heftiger Proteste aus der Bevölkerung eine massive Einschränkung des Grundrechts auf Asyl durch. Wenn wir begreifen würden, was wir der Dritten Welt antun, der sogenannten Dritten Welt, dann würden wir mit Flüchtlingen anders umgehen. Wir haben ja den Internationalismus durch diese Menschen eigentlich schon im Land. Man kann ja gar nicht national denken. Zu begreifen, wir müssen zuerst mal um unsere Befreiung hier kämpfen. Nicht in der psychologischen Selbstverwirklichung, sondern im solidarischen Zueinanderstehen. Kommt ja vor der Begeisterung für Nicaragua und die Tupamaros in Uruguay. Und das ist so schwer, denke ich. Mit dem Internationalismuskonzept von Che bin ich grundsätzlich einverstanden. Ich denke, wir sollten an jedem Ort auf der Welt kämpfen können, wenn es sein muss. Aber ich glaube auch, dass wir viel mehr in dem Land geben können, in dem wir geboren und aufgewachsen sind. Dort kennen wir uns aus, wir haben Gemeinsamkeiten und können die Leute überzeugen. Deshalb bestehe ich auch darauf, dass der wahre Internationalismus damit beginnt, dass er die Kampfperspektiven der Menschen in ihrem jeweiligen Land berücksichtigt. Ende der 80er Jahre beginnt Jessie Irmgard Möller im Lübecker Gefängnis zu besuchen. Sie fühlt sich mit Irmgard, die im gleichen Jahr wie sie verhaftet wurde, besonders verbunden. Wir wollten im Sommer 1994 Jessies Besuch bei Irmgard in Lübeck filmen. Die Justizverwaltung verweigert die Drehgenehmigung. Durch Jessies Radiosendung zu politischen Gefangenen ist in Uruguay bekannt, dass Irmgard Möller mehr als 22 Jahre im Gefängnis saß.
1. Dezember 1994 wird Irmgard entlassen. Jessie kommt nach Lübeck, um ihre Freundin zu empfangen. Liebe Hanna, te habla Jesse del Uruguay. Yo sé que tú sabes que yo estoy acá. Hier spricht Jesse aus Uruguay und ich weiß, dass du weißt, dass ich hier bin. El viernes de noche llamaron por teléfono para avisarnos de que este jueves salía en libertad Irmgard. Am Freitagabend haben sie bei mir angerufen und haben mir gesagt, dass diesen Donnerstag Irmgard in die Freiheit entlassen wird. Estábamos esperándolo desde hace un mes. Und wir haben schon seit einem Monat darauf gewartet. ¿Te imaginas el grito que pegué por teléfono? Stell dir den Schrei vor, den ich am Telefon losgelassen habe. Hoy tuve la alegría de poder estrecharla y sacarle ese cerquillo de la cara. Und heute hatte ich die große Freude, sie mir ganz nah zu haben und sie umarmen zu können und sie ins Gesicht sehen zu können.